Rheinland-Pfalz macht es vor, ein neues Corona-Warnsystem, das nicht nur auf die Corona-7-Tages-Inzidenz schaut. Ab Sonntag soll es künftig für das öffentliche Leben gelten und das Leben im Land regeln. Auf einer Pressekonferenz in Mainz wurde heute die mittlerweile schon 26. Corona-Bekämpfungsverordnung für das Land Rheinland-Pfalz vorgestellt. Neu ist ein dreistufiges Warnsystem. Dabei spielt nicht nur die Inzidenz eine Rolle, sondern auch die Hospitalisierungsrate der letzten 7 Tage sowie die Anzahl der Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Und noch mehr Infos zu den einzelnen Warnstufen finden Sie natürlich auf unserer Facebook-Seite. Und ja, jetzt zu meinem Kollegen Moritz Nolte, der nach der Pressekonferenz noch mal mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer gesprochen hat. Der Corona-Herbst und auch der Corona-Winter stehen vor der Tür. Vielleicht auch eine neue Welle. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz an meiner Seite. Wie gut ist denn Rheinland-Pfalz auf eine erneute mögliche Corona-Welle und den Corona-Herbst und Winter gewappnet? Ja, Rheinland-Pfalz ist sehr gut gewappnet. Wir sind vorbereitet auf diese Szenarien und zurzeit steigen ja die Zahlen auch wieder. Aber es ist deshalb auch Zeit, nachdem jetzt das Bundesinfektionsschutzgesetz geändert worden ist, dass wir auch neue Warnwerte in Rheinland-Pfalz umsetzen. Und das tun wir mit der neuen Verordnung, weil die Inzidenz alleine, also die steigenden Zahlen alleine, sind nicht mehr aussagekräftig, schlicht und ergreifend, weil mehr oder sehr viele Menschen auch geimpft sind. Sie sagen, es gibt ein neues Warnsystem. Was ändert sich für die Bürger durch dieses neue Warnsystem in Rheinland-Pfalz? Wir haben neue Indikatoren entwickelt. Das ist einmal die Hospitalisierung und einmal die Frage, wie viele Intensivbetten sind in Rheinland-Pfalz belegt. Und die werden natürlich mit der Impfquote zu Rate gezogen, wenn es um Maßnahmen geht. Und das bedeutet für die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, dass wir 3 Warnstufen haben. Die sind geknüpft an Konsequenzen. Immer wenn 2 Kriterien erfüllt sind, müssen bestimmte Einschränkungen hingenommen werden. Aber es bedeutet eben nicht, dass es wieder zu einem Lockdown kommt in Geschäften, in Kinos, in was auch immer, sondern dass wir für Geimpfte und Genesene auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich machen und möglich erhalten. Aber dass die Teilhabe der Getesteten einfach geringer wird, um tatsächlich die Gesamtbevölkerung und vor allem auch die Kinder und die jungen Menschen zu schützen oder auch die chronisch Kranken, die sich nicht impfen lassen können. Die Schulen sind wieder im vollen Gang in Rheinland-Pfalz. Die Sommerferien sind zu Ende. Seit gestern steht fest, es gibt jetzt auch einheitliche Quarantäneregeln für Schüler und für Klassen. Was halten Sie von diesen neuen Regelungen? Ich finde diese neuen Regelungen sehr, sehr gut. Sie werden auch der Situation sehr gerecht. Und wir wollen genau das auch umsetzen in Rheinland-Pfalz. Wir haben schon diesen Weg auch beschritten. Ich bin davon überzeugt, dass der Präsenzunterricht für unsere Kinder wirklich relevant und ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, mit diesem neuen Weg können wir sowohl die Kinder schützen, aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass sie eben nicht wieder diese Defizite erleiden, wie in der Höhe der Pandemie im letzten Jahr. Die Folgen vom ausfallenden Unterricht, die kennen wir inzwischen alle und das müssen wir einfach vermeiden. Wunderbar. Vielen Dank, Marie. Danke auch.